ich hol sie raus. Und damit herzlich willkommen zurück zu Halo Combat Evolved Anniversary. Und ja, danke. Und wir suchen jetzt unseren Captain Keys hier in diesem Dschungel anscheinend. Ach, das dürfte das Schiff sein, mit dem er geflogen ist. Wahrscheinlich. Gut, dass du hier überall leben bist und ich noch keines brauche. So, was haben wir denn hier alles? Okay, jetzt haben wir es einmal gehört, dann brauchen wir es nicht nochmal hören. So, und hier tauchen schon die ersten Allianztypen auf. Und die sehen mich direkt. Wieso? Jetzt wollte ich extra ein bisschen geheim machen. Ein bisschen vorsichtig, nicht sofort alle aufscheuchen, damit es leichter geht, aber nein. Allianz says no. So. Meins. Dauert mit der Pistole länger, aber es ist sicherer. Hier müsste eigentlich... Okay, Pistolenmunition liegt hier nicht rum. Es liegt nur solche Munition hier rum. Hi, Freundchen. Schön von oben erwischt. Hä, wieso ist der da hinten tot? Den habe ich aber nicht erledigt. Wow, wow, wow. Ganz ruhig, Freundchen. Packt hier schon die harten Geschütze aus. Oh. Ich glaube, hier sind mehrere Schiffe abgestürzt in der Gegend. Es scheint wohl nicht die beste Gegend für Schiffe zu sein. Wie wird das aussehen? Sind das Kapseln oder Rohre? Ah, Rohre. Ach so, hier geht's lang. Okay. Halt hier entlang. Hey, Freundchen. So aber nicht hier. Au! Wenn man so einen Schuss, so einen voll aufgeladen, da trifft es mein Schild direkt weg. Das mag ich überhaupt nicht. Mein ganzer Schild weg und dann stehe ich blank da. Jetzt wäre ich nackt. Muss dann nackt kämpfen. So ist da wer drinnen. Ist keiner drin. Uiuiui. Vorsichtig über den Baumstamm gehen. Ganz, ganz vorsichtig. Sitzt da echt keiner drinnen? Sitzt keiner drin? Was ist denn da los? Ein leeres Geschütz. Gleich mal zu meinen Zwecken missbrauchen. What? Ich glaube, die haben hier ein paar Probleme, oder was? Es können ja kaum die Menschen hier sein, die solche Explosionen machen, oder was? Wenn die gerade schon den Notruf absetzen. Mann, das Geschütz hier ist komplett sinnlos. Erstmal die Granate reinwerfen. Es ist fast zu schade, mein Sturmgewehr zu verwenden. Weil das alles Gegner sind, die man wunderbar mit der Pistole erledigen kann. Aber dass auch keiner ins Geschütz reingeht. Die wollen da gar nicht rein. Haben die irgendein Erlebnis gehabt, dass das ihnen nicht mehr geheuer ist, das Ding, oder wie? Verstehe das nicht. Aber hier geht's zumindest rein. Das dürfte dann wenigstens der richtige Weg sein. Schauen wir uns mal drinnen um. Hier ist wenigstens schönes Wetter. So, hoffentlich kommt jetzt nicht direkt zur Begrüßung unsichtbarer Schwertelite. Das wäre jetzt aber nicht freundlich. Ist irgendwas mitgekommen oder nur der Lift? Bei sowas immer ein bisschen Angst. Weil wenn so ein leerer Raum ist und dann Lift hochkommt, dann kann man sich fast denken, dass irgendwo ein Gegner mitkommt. Aber anscheinend war das hier jetzt nicht der Fall. So. Da irgendwo hat es mir gerade Gegner angezeigt. Zwei Stück, glaube ich. Hier? Wow! Hui! Überraschung! Naja, ihr hattet nicht wirklich eine Chance dann, letztendlich. Und ein bisschen hart ausgelöscht. Bisschen ganz hart. Ist da was drinnen? Oh Gott. Normalerweise ist in den Teilen doch immer irgendeine Waffe drin. Aber eine voll aufgeladene.
Nein, hier doch nicht. Be different. Einfach mal anders sein. Wir brauchen keine Waffen da drin. Wir kämpfen mit den Fäusten. Wir sind keine Bands. Wo ist der, was jetzt gerade geschrien hat? Das klang jetzt irgendwie hinter mir. Oh, oh, komm schon, Mistkerl. Ich bin mir. Nicht mit mir. Warte mal, muss ich hier durch oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Hier scheint nichts zu sein. Ich könnte eine Eisenbahn fahren. Oh, ein Mensch. Nein, es ist nicht Captain Keys. Juhu. Oh, ein Mensch. Nein, es ist nicht Captain Keys, aber er steckt irgendwie ganz böse mit dem Kopf im Boden fest. Das sieht durchaus ekelhaft aus. So. Hier ist niemand mehr. Gut, dann gehen wir halt hier rein. Ich kann ja auch nichts machen. Wenn es so gewollt ist, dann gehe ich halt. Geh mal davon aus, dass hier links und rechts sich wieder zusammenführt. Genau. Ein bisschen kenne ich das ja noch. Schnell erledigen, bevor irgendwie Probleme auftauchen mit den Kerlen. Ich hasse die Typen mit ihrem Schild. Vor allem mit den Menschenwaffen kann man gegen die Schilde kaum was machen. Da muss man entweder vorbeischießen oder sie schlagen. Sonst kommt man hier nicht weit. Aber ich dachte, vielleicht kriege ich jetzt hier so einen Jump-Bonus, dass ich hier genau an der Stelle hochspringen kann. Das wäre schön gewesen. Einfach mal nach oben gleiten. Oh, naja. Der steckt nicht mit seinem Kopf im Boden fest. Wollte ich nochmal angemerkt haben. So, wo geht's hier hoch? Gibt's hier irgendwo eine Treppe? Irgendwo? Vielleicht? Oder muss ich mich hier irgendwie hochjumpen, runnen? Es wird ein bisschen schwierig werden, oder? Gibt's hier was anderes? Eine andere Möglichkeit? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so hoch muss. Vor allem, weil das direkt darunter steht. Ich kann da oben stehen, aber hochkommen tue ich deswegen nicht. Hm. Doch wieder zurück. Oder wie? Hä? Also hier ist nichts. Da drüben war eine Tür, aber die ist verschlossen. Muss doch hier irgendwo weitergehen. Mein Gott, jetzt suche ich schon bei dem Spiel nach dem Weg. Wie weit geht's denn noch? Tut mir in jedem Spiel irgendwie schwer mit der Wegfindung. Sollte keinen Job als Navi anfangen. Ach Gott, hier geht... Oh, hier ist eine Tür. Okay. Wow. Ich nehme den Gang. Wie sieht denn das? Alter Tümmel raus. Oh, war das süß. So richtig süß draufgeklatscht. Wow. Es hat einen ganz anderen Flair einfach. Wieso habe ich bloß das Gefühl, dass hier irgendwas Böses passiert ist? Oder die Menschen haben sie hier aufgerieben. Das kann natürlich auch sein. Wo ich das von den Menschen nicht gewöhnt bin. Nur von mir. Die anderen sterben doch immer. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Zurück! Auf mir macht ihr keins von diesen Dingern! Ich pust euch das Hirn raus! Rührt mich nicht ganz an! Ruhig! Oh, Alter, Alter, Alter! Ah! Rührt mich nicht an! Ich werde keiner von euch! Lieber sterbe ich! Sucht euch ein anderes Versteck! Okay. Ich werde euch tot. So hab ich's gemacht. Ist der ein bisschen durchgeknallt? Man schießt noch auf seine Vorgesetzten. Das macht sehr schlecht im Jahresbericht. Jetzt bringe ich alles zu Protokoll. So. Von was hat der jetzt geredet? Eigentlich. Ein crazy guy. Ein ganz verrückter. Zumindest ein Überlebender. Er kann unsere Geschichte erzählen. Ich bin immer noch auf alt. Er hört mal bis hierher noch weinen. Okay. Der dürfte irgendwas gesehen haben, was ein normaler Mensch nicht sehen sollte. Weil es zumindest nicht angenehm ist, wenn es ein normaler Mensch sieht. Kann ich das aktivieren? Ah, cool. Wieso laufe ich nicht über die Brücke? Nein, ich laufe außen rum. Ist viel cooler.
So, ist hier noch irgendwas? Irgendwas zu aktivieren? Da ist ein interessanter Raum. Da ist eine Konsole, die ich nicht aktivieren kann. Kann ja auch sein, dass hier irgendwo noch so ein Video versteckt ist. Deswegen gehe ich lieber mal jede Konsole hier ab, aber anscheinend ist hier nichts. Der geht's wieder hoch. Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist's mir nur recht. Ja, besser das als uns. Bieten Sie es ihnen nächstes Mal an, Vicente. Wir werden ihnen sicher gern helfen. Es sieht gut aus. Ich bringe uns runter. Los! Okay. Jetzt werden wir wohl gleich wissen, was hier passiert ist. Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Captain und seinen Trupp und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Immer schön vorspulen. Das ist doch irre. Sehen Sie sich das an. Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasmatreffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Eliteeinheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Wunderschön. Von innen aufgerissen. Auch nett. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Ah, der hat das angebracht. Sehe schon, weil sehr stark verriegelt. So. Hier ist er gestorben. Was ist hier passiert? Ich habe so ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Sergeant, hört ihr mich? Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Sensorkontakte. Jede Menge. Aber die sind nicht von der Allianz. Die machen uns platt. Nein! Corporal, hören Sie mich? Mendoza, sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen. Finden Sie raus, was hier los ist. Aber... Keine Widerrede, Soldat. Ich habe einen Befehl erteilt. Hören Sie, Sarge. Was ist das? Wo kommt das her, Mendoza? Von überall. Es ist... Da! Schaut! Ja, schau nicht weg! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Zeigt ihn!
Was zum... Oh oh. Sergeant, wir sind umzingelt. Verdammt, Jenkins! Feuern Sie endlich! Es sind zu viele, Sarge. Versuchen Sie das nicht, Mary. Was zum Teufel? Das ist Wahnsinn. Kommen Sie zurück. Das ist ein Befehl. Das dürfte der Verrückte sein. Oh.